Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Sims 2. So, der Direktor ist zum Glück noch immer da. Jetzt ist nur das Problem. Lukas will irgendwie... Die will mal hier hingehen, der will schon wieder schlafen. Oje, die Zeit läuft ab. Wir müssen jetzt irgendwie Führung beenden, reden, plaudern, abhängen, plaudern über Schule. Oh, ich kann mit dem nicht reden. Ups. Überreden, zuspielen mit, nee, flirten, Sim abchecken, oh nein, das tun wir lieber nicht. reden, plaudern, prallen, okay. So, Ophelia. Was ist das denn eigentlich? Christoph, oder? So, du hebst mal ab. Ich glaube, der Direktor ist irgendwie verbuggt. Herr Ophelia, kann ich Kevin sprechen? Wer ist das denn? Ah, ist das nicht seine Mama? Ah, nee, seine Oma? So, er tut das Ganze mal säubern und reparieren. Aufhören. So, warte mal, du tust das nochmal schnell Abendessen. Hamburger. Abendessen servieren oder... Scheiße, was habe ich denn jetzt geklickt? Hallo, du hast dich entschieden, unsere neue Zeitschrift zu testen. Möchtest du die Musik und Tanz mal jetzt bestellen? Ach, habe ich mich entschieden? Ja, gut, okay, dann bestellen wir die einfach. Schauen wir einfach mal, wie das geht. So, die Mami kocht. Was ist mit ihm? Der pennt schon wieder, gell? Das ist so beschissen. Ich kann mit dem nichts machen. Wann wir Führung beenden. Das wird so in die Binsen gehen. Unterhalten. Rund führen. Wieso geht das nicht? Die Zeit läuft runter und runter und runter und es geht nichts. Kann sie jetzt vielleicht mit dem reden? Ah, nein, so ist es nicht. Kann ich den zum Essen rufen vielleicht jetzt? Unterhalten, zum Essen rufen. Sollen wir hier hingehen? Toll, Ophelia hat schon wieder die Hälfte aufgegessen. Ja, das war ein Satz mit X, das war wohl nix. Das wird sicher nicht hinhauen. Nanina. Abendessen servieren. Oma super super. Jetzt habe ich wieder das erwischt. Wurscht auf die Schnelle, es ist egal. Johnny, du wirst es jetzt mal aufwischen. Dann wirst du hier aufs Klo gehen. Und dann gehst du ganz normal schlafen. Ich habe doch Lebensmittel mal bestellt. Hm. Das ist natürlich blöd, gell? Nina, Lebensmittel bestellen. Schlafen. Na gut, dann wirst du jetzt einfach essen und du hörst auf zu schlafen und sagst einfach... Ja, wir können jetzt, glaube ich, einfach nur die Zeit ablaufen lassen. So, du gehst dann aufs Klo. Alter, da schläft jeder irgendwo. Das ist ja beschissen. Und vor allem... Mal ausschalten, das Bett machen. Nee, warte mal. Also, das ist da geht's gerade runter und drüber. Was ist mit dir? Plaudern in der Schule. Kannst du vielleicht mit dem Direktor reden? So. Der Direktor ist voll verbuggt. Kannst du mit dem reden? Nee, du kannst mit dem auch nicht reden. Abhängen. Es geht nichts. Gar nichts. Das ist ja voll die Verarsche. So, Nina, du bist sicher gleich fertig mit dem Essen. Selma Schneider.
Jetzt wird sicher gleich kommen, dein Kind ist viel zu schlecht. Pfeift denn doch vor sich hin. Ups. Reinbringen, reinbringen. Wir haben das vergessen reinzubringen. Kopfnuss bekommen. Lass mal deine Schwester in Ruhe. So, was ist mit dem? Kopfnuss geben. Schon wieder. Ja, wenn ich das Essen natürlich nicht reinbringe, dann ist klar, dass ich irgendwie dann im Kühlschrank nicht hab, nichts hab, gell? So, war's, so spät ist schon, ich muss nach Hause. Ja, tschüss. Geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg. So, duschen, dann gehst du nochmal schlafen. Und der Direktor ist weiterhin verpackt. Das ist super. Gebhard Engler. So, das ist halt nur eine Frage. Kann ich das machen? Reset. Also Reset Sim Gebhard Engler. Es geht nicht. Okay. Schlechte Umgebung. So, Abendessen servieren. Nudeln mit Käsesoße. Das wirst du jetzt einfach mal machen. Die schnorchen alle vor sich hin. Eine Fähigkeitsbogen Stufe 4 Mechanik erreichen. Das werden wir schon alles machen. Einen Fähigkeitenpunkt verlieren. Ja, das geht sogar hier in Sims 2, ja. Ist ja eigentlich irgendwie schade, dass das in Sims 3 nicht geht, dass man da Punkte wieder verlieren kann, weil das macht das Ganze ja viel spannender. So, was für einen Meisterkoch. Nina hat sich einen Kochenpunkt verdient und kann jetzt ein neues Gericht zubereiten. Was hat sie denn? Kochen, also einen ersten Punkt. Ja, Junge, ich weiß, dass du da bist. Was passiert eigentlich? Warte mal. Ah, nein, nicht servieren. Hast du Hunger? Essen. Sie eigentlich mit dem flirten oder so? Schauen wir mal. Also das wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren, ne? So, Schüsselreste weglegen. Sie wird dann hier aufs Klo gehen. Und dann auch mal schlafen. Entspannen. Geht nicht. Ah, sie kann ja mal Hausaufgaben machen. Um 3 Uhr morgens. Weißt du was? Der Direktor bleibt jetzt einfach links liegen. Der wird jetzt einfach links liegen gelassen. So einfach ist, hat sich das. Plaudern über Schule. Schauen, ob sie irgendwas machen kann. Ich denke aber mal nein. Stuhlen. Na, okay. Entschuldigung. Das wollte ich natürlich nicht. Er will unbedingt hier zum College gehen, zur Privatschule gehen. Wieso will er unbedingt zur Privatschule gehen? Hausaufgaben machen. Hä? Hast du nicht Hausaufgaben gemacht schon?
Ja, du hast die Hausaufgaben schon gemacht. Okay, hier, dann mach mal dein Bett. Du hast einen irrsinnig großen Hunger. Das ist den Rest nehmen. Das Gekochte von deiner Schwester essen und dann fernziehen. Das gleiche gilt... Nee, nicht das gleiche gilt für dich. So, warte mal. Wie war denn das? Bullprop. Hoppala. Servierschüssel. Oh, da gibt es noch eine Menge andere Sachen. Dann machen wir die zuerst. So, nochmal Bullprop. Testing. Hoppala. Testing. Cheats. In Applet. True. So. Dann. Make selectable. Nein. Debug Topple FBA on. Get Sing umziehen. Change suit at the birthday. Social debug. Debug. Calculate Attraction Give Death Token. Nee, das braucht man alles nicht. Make Vampire. Make First with the Sim. Get Deer and Discipline Outfit. Give Handheld Game. Cell phone, silver display, spawn, hä? Force error, dump happy lock, debug. Alter! Wie ging das denn nochmal? Social debug. Ah, die Hausaufgaben hast du jetzt auch schon gemacht, okay. Staffelei, Kunst, okay. Warte mal, du gehst jetzt nochmal schlafen ein bisschen. Muss noch ein bisschen Schlaf nachholen. Wie geht's vom Spaß her nicht so gut? Das ist blöd, ja. Das ist saublöd. So, was ist mit dem jetzt? Kannst du den jetzt... Das gibt's ja nicht. Wie ging das dann nochmal? Move Objects. Objects on. So. Wo stellen wir den denn jetzt hin? So, wir stellen den jetzt dahin. So. So, wegscheuchen, überreden, über Schule plaudern. Geht das jetzt irgendwie? Hallo? So, debug. Calculate Attraction. Geht das irgendwie? Es funktioniert ja auch nichts. Mann, ist das ein Reinfall. Okay. Ah, naja. Gut, wir lassen das jetzt mal. Wir haben hier ein tolles Bild für unsere Ding. Im Direktor hinten im Ding. wie heißt es im Hintergrund? Der immer noch rumsteht wie ein Stock und sich absolut nicht bewegt. Brüder. Schauen zusammen Fernsehen, die Schwester schläft noch ein bisschen. Was haben wir eigentlich Dienstag? Okay, die müssen dann eh in die Schule. So, er will einen Fähigkeitenpunkt erhalten. Gut, ja, dann soll er hier nochmal... Oh, der Motor ist fertig, okay. Dann machen wir hier noch die Karosserie. Damit er vielleicht sein... Dings. Okay, Johnny verliert etwas Begeisterung für Filme und Literatur. Wenn das Hobby weiter Spaß machen soll, muss Johnny mehr Aktivitäten nachgehen, die mit dem Hobby zu tun haben. Ja, keine Ahnung, wie das so gehen soll. Reden, plaudern, abhängen. Direktor-Szenario. Wegscheuchen. Keine Ahnung, flirten. Nee, flirten ist eine schlechte Idee. So, was ist mit dir? Du willst ein Date haben. Schalten. Genau, du wirst jetzt einfach noch ein bisschen hier spielen, Körbe werfen. Und du kannst eh auch schon wieder aufstehen.
Genau, der Schulbus kommt in etwa einer Stunde für Lukas und Nina. Der Magen des Direktors knurrt. Gebhard sollte schnell das Abendessen serviert werden. Ach. Okay. Reste nehmen. Der Direktor glaubt nicht, dass deine Familie den Ansprüchen einer solch feinen Privatschule gerecht wird. Ja, du Arschloch. Ja. Ohne Worte. Mehr kann ich dazu nicht sagen. So, hier. Du hast hier... Kevin hält einen Körperpunkt. Das ist gut. Nina, was ist das? Hoppla. Foto von mir machen. Begrüßung, verbeugen. Ah, nein. Wir können ein Foto von dir machen. Oh, schau. Schau dir das, hoppla. So, haben wir da irgendwas? So. Mach mal ein Foto von unserer Tochter. Das war zwar so jetzt eigentlich gerade nicht geplant, aber was soll's, gell? Okay. Oh, was will er denn hier? Paarberatung lernen. Okay. Oh, Schule, 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 Schule. Es geht schon zur Schule. Hä, wieso muss er nicht in die Schule? Was geht denn jetzt ab? Junge, du musst ja wohl in die Schule. Keine Aktion verfügbar. Echt jetzt? Junge, ich würde gern haben, dass du in die Schule gehst. Wieso gehst du nicht in die Schule? Das verstehe ich nicht. Wieso gehst du nicht in die Schule? Oh, ja. Okay, dann lassen wir das halt mal. Gut, dann gehst du jetzt da rein und wirst das einfach mal... Transport, College Sim, ja, Taxi rufen. Mädel, warte mal, was willst du plaudern? Okay, warte mal, das lassen wir mal. Du wirst jetzt einfach hier deinen Töpfern, Teller wegwerfen, weiter Teller fertigen. Und weiter Vorhang. Damit wir hier Töpfern und Nähen erledigen. Schau, der Gärtner kommt, das ist gut. Aha, er ist eh auch schon auf der Arbeit. Einen Fähigkeitenpunkt erlangen. Du brauchst aber eher einen Freund, einen Beziehungsfreund. Johnny Schmidt Sims aussuchen. Nein. Das Taxi ist in wenigen Minuten bei dir. Habe ich ihm das verpasst? Wieso muss er nicht in die Schule? Aha. Nein, Pflanzen geht es doch wunderbar. Für mich gibt es hier heute nichts zu tun, ja. Gut. Merkwürdig Hausen, Blauseitigkeit, Downtown. Das Einkaufsparadies. Die Höhle des Löwen. Okay, warte mal, wo war denn das? Ich glaube beim Einkaufsparadies. Da werden wir jetzt nochmal hinfahren. Und zuschauen, dass wir uns hier so ein Handy kaufen können. Dann werden wir zuschauen, dass wir unsere Freundin hier irgendwie bekommen. Ophelia Töpfer, das ist sehr gut. Die hat voll viel Spaß dabei. Ja! Sehen wir das, Teller? Ne, sehen wir nicht. Ach, jetzt will ich schon wieder alles neu machen. So ein Blödsinn. So ein Blödsinn. So, und genau in diesem Moment vibriert meine Uhr wieder, die mir sagt, dass die Zeit vorbei ist. Das werde ich jetzt aber noch fertig machen. Das ist mir nämlich sonst zu blöd.
Wenn ich dann zurückfahre, kann es natürlich allerdings sein, dass ich dass das Spiel wieder abschmiert, oder? Schauen wir mal. Sobald wir da wieder kein Handy haben, das ist ja unglaublich hier. Uli stirbt, davor hat er Angst, okay. So, was sind wir denn hier? Boah. So, was können wir denn hier kaufen? Ah, genau, da können wir schon so ein Handy-Ding kaufen. Oh, wir können hier jede Menge Sachen kaufen. Habe ich gleich das Richtige erwischt. Das ist super. Genau, wir kaufen das hier. Achso, da können wir nur eins aussuchen. Wie beschissen ist das denn? Ah, Orgucha. Okay, dann werden wir hier einfach mal viermal ein Handy kaufen. Wo kommt es überhaupt hin? Ah, okay, passt. Gut, dann hat sich das. Dann mache ich jetzt, rufe ich jetzt wieder das Taxi an, in der Hoffnung, dass das Spiel nicht abschmiert. Sollte dies aber passieren, werde ich mich jetzt schon mal verabschieden. Freut mich, dass ihr wieder dabei wart und hoffe, ihr seid in der nächsten Folge auch wieder dabei und mit mir zusammen miterleben, ob wir vielleicht den Direktor nochmal einladen und es dann vielleicht auf die Privatschule schaffen oder eben nicht, weil er wieder verpackt ist. Und er dann sagt, ich glaube nicht, dass deine Familie dafür geeignet ist, an so einer feinen Schule das Kind unterzubringen. Aber, na gut, wir werden sehen. Oh, schau. Patricia Wandervogel, du bist doch unsere... Alter, was ist mit dir? Du bist verheiratet und hast ein Kind.